Herzlich willkommen bei diesem Capstone-Video zum Thema Rechnen mit ganzen Zahlen. In diesem Beispiel geht es um die Vorrangregeln. Um Klammer, vor Punkt, vor Strichrechnung. Auch kurz Klapustri-Regeln genannt. Ich habe die drei letzten und damit auch schwierigsten Beispiele aus dieser Nummer ausgewählt, um sie mit dir gemeinsam durchzurechnen. Sehen wir uns das erste Beispiel an. 35 minus, Klammer auf, 7 mal 6 plus 2 mal 3. Die Vorrangregel sagt, wir müssen als erstes die Klammer berechnen. Innerhalb der Klammer gelten aber wiederum dieselben Regeln, also Klammer vor Punkt vor Strichrechnung. Wir haben keine weitere Klammer in der Klammer, aber wir haben zwei Punktrechnungen in der Klammer, die Vorrang vor der Strichrechnung haben. Was wir also jetzt ausführen müssen, ist der Reihe nach diese Klammerausdrücke oder die Punktrechnungen in der Klammer zuerst zu berechnen. Also 7 mal 6 ergibt 42 plus 2 mal 3, das ist 6. Nun haben wir eine pure Klammer mit einer einzigen Rechnung vor uns und müssen diese wiederum als erstes ausführen. Also 35 minus 42 plus 6, also 48. Und das berechnen wir, indem wir erkennen, dass es ein negatives Ergebnis ist und 48 minus 35 rechnen. Also ist das Ergebnis minus 13. Das zweite Beispiel bzw. Beispiel F. Hier haben wir nur eine einzige Klammer vor uns. Es ist die Klammer, die 6 plus 2 als Rechnung enthält. Diese Klammer ist als erstes auszuführen. Die anderen Rechnungen bleiben so, wie sie sind, also wiederum 35 minus. Und dann haben wir 7 mal 6 plus 2 ergibt 8 mal 3 ist gleich. So. Also gilt als nächstes, ohne Klammern, Punkt vor Strichrechnung. 7 mal 8 mal 3 ist als erstes zu rechnen. 7 mal 8 ist 56, mal 3 ist 168. Das Ergebnis ist wiederum negativ. Wir rechnen 168 minus 35 und erhalten 133, natürlich minus 133. Und schließlich das dritte, beziehungsweise Beispiel G. Hier haben wir eine Klammer. In dieser Klammer wiederum Punkt vor Strichrechnung. Es ist in dem Fall 2 mal 3 vor der Addition auszuführen. Also sehen wir es uns an. Wir sind wieder bei denselben Zahlenwerten, nur anders geklammert. 35 minus 7 mal. Und in der Klammer wird 2 mal 3 als erstes gerechnet, also 6 plus 6. Dürfen wir bereits ausführen. Und dann gilt wiederum Klammer vor Punkt vor Strichrechnung. Es ist noch eine Klammer übrig, also 35 minus 7 mal. Wir berechnen die Klammer zuerst, ergibt 12. Und schließlich, wenn keine Klammer mehr da ist, gewinnt eindeutig die Punkt vor der Strichrechnung. Wir haben 35 minus 7 mal 12 ist 84. Und berechnen das natürlich wieder, indem wir in Wahrheit 84 minus 35 rechnen und erhalten als Ergebnis minus 49. Und mit diesem letzten Ergebnis sind zumindest diese drei Beispiele auch schon gelöst.